Ihr Lieben, ich habe heute zwei bezaubernde Gäste an meiner Seite, die bei mir in Ferien sind. Deshalb kann ich auch nicht die Kommentare gerade beantworten, weil ich sehr viel Zeit mit meiner Familie verbringe, solange die jetzt noch bei mir sind, in Ferien. Ja, und in meiner Abwesenheit haben die zwei einfach mal meinen Keller besucht und das ist dabei rausgekommen. Da gibt es einmal den Cornelius, der ist 10. Und? Clara, die ist 13. Ja, und was habt ihr gemacht? Willst du anfangen? Also ich habe für daheim einen Adventskranz gebastelt, ohne die Sandra. Und da kam mir einfach in den Kopf, ich mache irgendwas. Und dann kam ich einfach auf die Idee, sowas zu machen. Ja, ja, der hat einfach hier Zapfen angeklebt. Schön, voll toll. Also ich habe, glaube ich, einen Nachfolger. Ich hoffe sehr, er ist eh handwerklich sehr, sehr, sehr begabt. Aber auch noch floral, also absolute Knaller. Ja, auf die Idee kam er ganz alleine. Wir haben nur die Kerzenständer, da hat er nur zwei Holzkerzenständer gefunden. Da hatte er vorher silberne, die haben wir nur ausgetauscht und einfach nur den Zweig dazugelegt. Der Rest kam alles vom Cornelius. Also Baumscheibe, Zapfen angeklebt. Und ein paar Kiefernadeln und 4 Kerzen. Also meine Schwester hat jetzt einen Adventkranz. Also ich habe Anti-Stress-Bälle gemacht und da ist Draht drin. Den habe ich einfach zusammengeknüllt in so einen Ball und da habe ich, wie heißen die nochmal? Kiefernadeln? Die Kiefernadeln durchgeschoben, bis es nicht mehr ging. Und dann habe ich den noch so verdeckt, den Draht. Das ist total beruhigend. Ja, sehr meditativ. Ja, und jetzt werden die beiden ganz still und leise auf die Plätze gehen, die wir schon vorbereitet haben. Werden wir noch ein bisschen zugucken und ich zeige euch meine Projekte. Ja. Ich finde das so stark. Also absolut, das ist definitiv ein florales Teil. Ich konnte nichts mehr sagen. So, ich stelle es jetzt mal kurz weg. Und dann die Meditativbälle ist definitiv sehr entspannend, wenn man einfach auch mit Kindern sowas macht. Ja, einfach den Draht, der Untergrund ist halt klar Drahtgestell. Das kennst du ja eh von mir, dass ich immer irgendwas mit Draht knülle. Und ja, irgendwie ist das vererblich. Also richtig coole Teile zum Hinhängen oder zum Legen. Ja. Ich bin stolz. So, zu mir. Ich habe mal wieder Zapfen. Was sonst? Ich hatte ja vor kurzem noch was mit Zapfen gezeigt. Das waren Kugeln und aus den Kugeln sind jetzt einfache Bäumchen geworden. Die sind ein bisschen anders geklebt. Da zeige ich nachher das Grundprinzip. Ist auch ganz schnell eigentlich gemacht. Die Unterlage zeige ich euch, genauso wie von den Bäumchen, die natürlich auch wieder einen Stamm haben. Material ist das auch einmal dieses Tillandsie. Alternativ könnt ihr Calocephalus, diesen Stacheldraht, nehmen. Das ist so ähnlich von der Struktur, das dürfte auch gehen. Dann sind hier so ein paar Lärchenzapfen drin. Einfach so ein bisschen umschlungen, wie das geht, zeige ich noch. Und bei den kleinen Bäumen sind es einfach kleine Kiefernzapfen, gerne auch Naturfarben. Ja, die Unterlage für so ein Spitzbäumchen, ihr könnt auch Heu nehmen oder Papier, das geht auch. Ich habe halt Moos einfach da und wickel das halt einfach gerne mit Moos. Ich lasse auch so ein bisschen die Reste hier dran, so das Grobe nehme ich weg, aber dann habe ich gleich schon so ein bisschen eine Füllung. Und dann einfach einen stärkeren Wickeldraht, den grünen Wickeldraht, geht auch mit einem anderen Wickeldraht. Ihr könnt das auch gerne so
mit Moos belassen. Das ist jetzt ziemlich instabil. Wenn ihr das auf einem auf so einem Holzast macht, dann würde ich euch einfach empfehlen, den Alustab durchzuschieben. Ansonsten, wenn ihr das so hinstellen wollt ohne Ast, dann einfach noch mal einen stärkeren Draht durchschieben. Das ist das Grundgerüst für so ein Bäumchen. Ist jetzt noch ein bisschen wackelig. Wenn ihr das so nur mit Moos wickeln möchtet, dann müsst ihr hier unten, wenn es zum Stehen sein soll, einfach noch ein bisschen dicker mit Moos umwickeln. Ja, und jetzt kommt das geliebte Grau. Das Schöne an diesem, an dieser Telanzie ist, die lässt sich halt einfach göttlich verarbeiten. Also das geht dann ratzfatz, einfach ein bisschen umwickeln. Ich liebe dieses Material. Und dann einfach noch mal mit ein bisschen Wickeldraht das Ganze zum Halten bringen. Jetzt, damit man das Gewickelte nicht so sieht, nochmal einfach so ein bisschen kaschierend drüber gehen und das hält einfach so in sich. Mit dem Calocephalus wird es ein bisschen schwieriger. Einfach ein bisschen ausprobieren. So, hier habe ich ja noch mal eine Bitte an meinen Mann gehabt. Der hat mir hier in den kleinen Ast noch mal ein Loch gebohrt mit Verbindung zu dem Stamm und da haben wir einfach auch den so einen Alu-Draht rein gesteckt und das Bäumchen dann damit befestigt. Das finde ich halt auch lustig, wenn es dann so ein ganzer Stamm ist.
So, dann wird das hier auch auf, also definitiv auf einen Stab gesteckt. So, gucken, dass alles gerade ist. Gerade von der? Ja. Ja, also ich finde es auch so wirklich richtig schön. Das gefällt mir auch so ganz lose, nur mit dem mit der Tillandsie. Vielleicht auch noch eine Lichterkette reindrehen. Wer möchte, das geht auch. Und die Lärchenzapfen, die habe ich einfach, beziehungsweise die zwei kleinen auch, genutzt. Und da habe ich mir immer so eine Angabelung gemacht von Draht. Den Draht abschneiden, einmal umbiegen. Und dann kann man das hier in das Moos stecken und sich so hin und her bewegen, immer wieder anlegen, Ästchen für Ästchen, die längeren Äste dann nachher abschneiden. Und wenn dann zwischendurch noch ein Zapfen irgendwo hin was fehlt, dann habe ich mir da noch einen Zapfen ein bisschen angeklebt. Gerade auch, um den Draht, wenn er so ein bisschen länger rausschaut, zu kaschieren. Die gebogenen sind natürlich klasse, wenn sie schon so ein bisschen gebogen sind. Ja, wenn ich da hinter dem Baum arbeite, dann seht ihr das nicht. Man könnte das jetzt auch ganz wild machen. Ich probiere das jetzt auch mal aus. Nicht so im runden Format. Jetzt ist es ganz wild. Ich habe jetzt die Äste, das kam mir jetzt einfach so in den Kopf, einfach die Äste so angedrahtet mit dieser Technik, einfach immer wieder reingesteckt, den Ast dran gehalten und geschaut, wo ich ihn platzieren kann. Ja, das finde ich jetzt noch schöner als der. Also mir gefällt dieses Wilde jetzt noch ein Ticken besser. Ja, das stelle ich zur Seite. Dann diese Bäumchen, das ist einmal auch die Unterlage, so als Baum, wie ich das eben gemacht habe, genau das gleiche, nur ein bisschen niedriger, gedrungener, und das Moos sollte unbedingt trocken sein, bei dem war es jetzt nicht trocken, weil es alles angeklebt wird. Ihr seht das, ich nehme es einfach mal näher. Angefangen habe ich es zu kleben. Die Kugeln sind ja ganz wild geklebt gewesen und hier habe ich jetzt einfach das immer wieder abwechselnd von, also erstmal so ein bisschen höher rein, so genau, dass man das obere gut sieht. Also nicht gerade so anlegen, sondern einfach ein bisschen schräger. Die Spitzen ankleben, ein bisschen eindrücken. Festhalten, bis es einigermaßen getrocknet ist. Entschuldigung. Und zwischendurch, ja, habe ich mir auch die Tillandsie. Das muss jetzt nicht sein. Ich finde es trotzdem echt schön. Geht auch einfach so lassen. Oder auch mit dem Calocephalus. Oder ein anderes Gestrüpp, irgendein Kraut, was man im Garten hat. Ich glaube, was auch schön wäre, wäre getrocknetes Bohnenkraut oder so ein bisschen Thymian. Das kann man sich ja auch dann ein bisschen anlegen und dann die Zapfen ankleben. Mit den größeren angefangen, die klebe ich noch mal an. Dann eine Nummer kleiner. Ich habe mir das schon ein bisschen sortiert. So rum angelegt. Also
richtig gerade. Und praktisch die Größe einfach so angelegt. Das fand ich jetzt das beste Prinzip, um das als Bäumchen so hinzubekommen. Und hier oben und in das Moos oder wenn ihr auch Papier habt, könnt ihr das oder auch Heu, könnt ihr das immer noch so ein bisschen eindrücken, wenn es euch zu viel absteht. Hier dann auch wieder von der Seite angeklebt. Ich arbeite mich jetzt hier so pyramidenförmig nach oben. Und dann wieder so, bis ihr im Prinzip ganz oben seid. Das ist hier jetzt schon meine letzte Reihe. Und wenn ihr so eine Kerze einstecken wollt, hier oben einfach ein bisschen flacher das Ganze lassen. Und das ist jetzt so eine dicke Kerze. Wo habe ich sie? Da. Wie ihr so eine Kerze, ihr könnt auch so einen Kerzenhalter natürlich einstecken. Je nach Größe einen Kerzenhalter einstecken. Da eine Spitzkerze rein. Ich habe jetzt hier diese dicke Kerze gewählt. Wie ihr die anratet, zeige ich euch auch noch kurz. Da gibt es meistens auch keine richtigen Schälchen, nenne ich das jetzt. Auch Kerzenhalter in flach. Einfach einen Draht anglühen, vorsichtig reinschieben. Manchmal brechen sie. Das haben wir auch gerne früher mit den Spitzkerzen gemacht. Ein bisschen lang lassen. Dann zwei Stück. Und dann wird das Ganze so drauf gesteckt. So, dann hat es einen guten Halt. Ich hoffe, dass das jetzt, ich will es jetzt nicht nochmal komplett erklären. Ich denke, das Prinzip ist klar. Ihr schaut halt, wie euer Umfang ist. Je nachdem legt ihr die Zapfen ein bisschen hin und schaut, dass der Abschluss schön ist. Dass es gut aufgeht. Und ansonsten ist das kein Hexenwerk. Hier habe ich jetzt einfach noch eine Lichterkette drumherum gewickelt. Und die ist dann unten auch einfach mit so einem Draht befestigt. Ich mache das hier jetzt noch fertig und dann werde ich mich wieder ein bisschen meinen Patenkindern widmen. Und ja, sagt derweil, habt eine schöne Woche noch, eine schöne Restwoche und wir sehen uns auch schon bald. Es wird aber dann, denke ich, nur ein bisschen was mit Zapfen geben. Ich schau mal. Ich bin absolut im Zapfenfieber. Das ist halt irgendwie gerade genial. Ja. Es wird definitiv was anderes geben beim nächsten Mal, hoffentlich. Aber manchmal fällt mir ja noch irgendwas anderes ein. Dann muss ich das dann umsetzen. Ja, derweil, wie gesagt, eine schöne kreative Restwoche. Macht's gut. Tschüss. Thank you.